Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite bei uns hier auf dem Kanal Sofort und gleich. Jo, und wir schauen uns jetzt mal den Fortnite-Shop von heute an. Und ich muss sagen, ich bin geflasht. Ja, das ist Flower Power pur. Far Out Man. Wie ihr seht, und Dreamflower. Also für die Leute, die mit vielen Farben nicht zurechtkommen, deren Zäpfchen im Augapfel gleich platzen könnten, dann schaut woanders hin. Jetzt wird's richtig buntig, knallig, verrückt, crazy. So, gucken wir mal hier rein. Fang du an. Also, der Far-Out Man. Ich muss jetzt auch mal hier ganz kurz bei mir rein, dann sehe ich das besser. Also. Der Fahr, alles cool, Mann, heißt er bei mir. Und ich muss Ja. sagen, ich musste schon mega lachen, als ich den gesehen habe. Ja, ich musste mega lachen. Ja, ich würde mal sagen, Flower Power Zeit par excellence. Der Typ, der hat auch schon den einen oder anderen, guck mal da, Blümsche hat er an der Seite, Blümsche. Und hinten auf der Gitarre auch das Peace-Zeichen. Peace-Zeichen passt super Das sieht gut auch zu wie so, oh, das Fortnite. sieht aus wie ein Mercedes-Zeichen und das sieht aus wie ein Fortnite, wie ein Das ist Overwatch-Zeichen. das Peace-Zeichen. Ja, und das sieht aus wie ein Mercedes-Zeichen und wie ein Overwatch-Zeichen. Ja, so. Aber So. das, warte mal, das könnte auch von dem, vom Style her, es ist das Peace-Zeichen, aber vom Style her ist es auch eine, diese neue, Impulsgranate, oder? Eine Vorderport. Gell? Vorderport. Oder so. Taschenfestung. Eine Taschenfestung, genau. Sieht aus wie eine Taschenfestung. Cool. So, und dann haben wir hier unten noch richtig geile Schlaghosen. Ja, Leute, so sind die früher rumgelaufen. Wundert euch nicht. Guckt mal richtig nach Flower Power. Da werdet ihr euch wundern. Wie viele Punkte? Ich gebe dem Ding 7 von 10. Ich finde den Ich habe ja gleich schon vor der Aufnahme gesagt, dass dieser Skin grottig ist. Allein, dass dieses Set Flower Power heißt, Ja, das ist ja auch gibt's Flower immer Power. 4 Punkte Abzug. Warum? Das ist Flower Power. Wie Ich soll würde es denn sagen, sonst heißen? Techno-Ding. Wikinger, genau. Techno-Wikinger, ja. Ja, was soll ich da drauf geben? Ich weiß es. 2 von 10. Okay, so dann gibt es ja Was hast du noch jetzt gegeben? 7 von 10, ne? 7 von Jetzt 10. merk dir doch mal deine Zahl. Du hast 7 von 10, ich habe Ja, 2 von 10, von okay? 10. Ich habe Ja. 7 von 10. Okay. So, und dann haben wir hier als nächstes die Traumblume, heißt die bei mir. Bei dir heißt Dreamflower. Dreamflower. Wie groovy ist das denn? Teil des Flower Power Sets. Geil. So, Bei dir heißt einfach, wie groovy ist das denn? Bei mir heißt, can you dig it? ja, so, also mit Schläppchen unten an, hat sie Schläppchen an und dieser, auch wieder die Maracas. Also die Maracas damals schon scheinbar sehr beliebt in der Flower Power Zeit, keine Ahnung. Also der gebe ich jetzt nicht ganz so viele Punkte drauf. Der gebe ich 4 Punkte. Ich Ich gebe dir finde, einen Punkt. die finde ich jetzt nicht ganz so cool wie ihn irgendwie, keine Ahnung. Ein Punkt. Das mehr nicht. Gut, dann kommen wir jetzt So. zur Spitzhacke. Aha, finde Ist ich allein, wenn ich das sehe, ist. Ey, ja, so warum? bei mir heißt das Ding Trommelschläger. Drumbeat. Spüre den Eins Beat. von 10. Spüre den Beat. Spüre den Beat. Und da ist auch wieder das Blümchen drauf. Und unten sind ganz viele kleine Blumen. Eins von 10. Schwach. Nein, nein, Doch. nein, nein, nein. Da Ist auch mit oben. sehr viel Liebe zum Detail Ist gemacht. ja gleich, ganz ehrlich, ist ja gleich ein Blumenfanatiker oder was? Nein, nein, Er gleich, nein, aber. schreibt mal alle Hashtag, er gleich die Blumen in den Kommentare. Blümsche. Gut. Blümsche. Ihr müsst es so schreiben. Blümsche. Blümsche. Ich, ja. Okay. Blümsche. Wie viele So. Punkte gibst du? Ja, 4 Punkte. 4 Punkte, okay. Ja. Dann machen wir weiter mit dem Gleiter. Oh mein Gott, Der Hilfe! Batik-Gleiter. Was ist das? Das ist like Pink Teddybär. Ein Punkt. So war das Ein damals. Punkt. So war das Ein damals. Punkt. Ja, ich kann mich sogar an eine CD, das war allerdings dann nicht mehr die Zeit, das war dann schon technomäßig, ja, das sah die CD nicht anders aus. Ja. Weiß aber nicht mehr, was es Punkte? war. Grausam. 2. Ich habe eingegeben. So, also, weiter Dann machen wir. geht's. Oh, Shadow Ops.
Die Schattenagentin, du hast nichts gesehen. Mm. Ja, sieht aus ein bisschen wie Catwoman hier, aber ich finde es jetzt auch nicht wirklich prickelnd, muss ich sagen. Also, ich gebe so, 5 von 10. Echt, da gebe ich 4 Lack. Stehst du auf Lack und Leder oder was hier? 4 von 10. 4 von 10, wegen einem Punkt Unterschied. Stehst du auf Blumen, pinke Blumen? Hä? So, dann sind wir bei der Drachenaxt. Oh mein Gott, geil. Geil. 8 von 10. Also auch mega nice, muss man sich mal genauer anschauen. Die Drachenköpfe da haben die Klingen im Maul, ja, beziehungsweise die Klingen kommen aus dem Drachenkopf raus jeweils. Ja, die ist nicht schlecht. Die ist nicht schlecht. Sag mal 7 von 10. Okay, dann machen wir weiter mit. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt gehabt hatte. 7, oh, 5. Ich habe erst 2 gehabt. Dann nochmal eine sind 3. 12, dann hatte ich nochmal 2 sind. Nee, da hatte ich nochmal einen sind. 14. 4. Dann habe ich nochmal einen gehabt, das sind 5. Dann habe ich 8 gehabt, das sind 13. Ich bin jetzt bei 13. Ich bin jetzt bei. Nee, warte mal, ich bin jetzt bei. Ich weiß es jetzt schon wieder. 10 nicht. Und ich bin jetzt bei 18. Ich bin jetzt genau bei 18. Ja, merk du dir mal deine Zahl. Ich weiß es jetzt schon nicht mehr. So, dann sind wir bei der roten Verteidigerin. Ach du Heilige. Nein, ich merke meine Zahl jetzt auch nicht. Aber ihr könnt es ja in den Kommentaren zusammenzählen. Genau. Scarlet Defender, ach du Heilige. Ja, was soll ich dazu sagen? Fang du mal an. 3 von 10. Du gibst 3 von 10. Ja. Findest du die gut? Du gibst 3 von 10. Findest du die gut? 1 von 10. Achso, naja, ich weiß halt also. Die ist mega schlecht. Oh, jetzt, Lamabel! Jetzt wieder mega cool. Ja, da kommt der Groove wieder beim Gleich raus. Ja, da kann er kriegt der richtige Klack, Klack. Ich verstehe diesen Tanz, ehrlich gesagt. Wann soll man den bitte benutzen? Ich weiß es auch nicht, aber ich finde ihn ziemlich cool, muss ich sagen. Ich ja. Dem Ding gebe ich auf jeden Fall, dem Ding, den finde ich echt mega geil, dem gebe ich echt tatsächlich mal eine 10 von 10. Hä? Ja, ich gebe dem echt eine 10 von 10. 1 von 10? Was, wieso Spaß. Das Spaß, nein. Ich gebe ihm, also eine 10 von 10 ist auf gar keinen Fall. Finde ich schon. Ich finde den find, super nice. Ich finde, es ist eine 7 von 10. Okay, also dann. Wiggle! Ja, wackeln. Ja, ich weiß, ihr seid da mega Fans von. Ja, ihr findet den richtig cool, das weiß ich. Aber da kann ich nicht mehr geben als 6 von 10 drauf. Was? Ja. Das sieht so. 9. Scheuert aus. Ja, deswegen das ja. So selten dämlich ja, aus. 9 von 10. Also, da kann ich nicht mehr als 6. 9 von 10, Leute. 9 von 10. So. Und dann kommen oh wir Gott, zum Kampf. Oh Gott, 0 von 10. Was? Was ist denn das? 0 von 10. Was soll denn das sein? Seid ihr denn des Wahnsinns 500 V-Bucks für diese Rotze? 0 von 10. Was gibst du? 0 von 10? 1. Warum gibst du denn auf sowas einen? Es gibt nichts Schlimmeres. Naja, irgendjemand. Gib 0! Irgendjemand hat sich das. Ja, da kannst du ja auf gar keins 0 geben. Na, gib auf das Ding 0. Das hat. Guck mal, das kann man sich mit Photoshop ganz einfach machen. Du hast den normalen Gleiter und tust die einzelnen Farben einfach darüber legen. Das ist trotzdem. 0! 0! Ah, eine! 0! Eine! Ey, gleich ist viel zu großzügig, das ist. Eine. Ja, eine. Das also, der Shop wurde von uns heute nicht so gut bewertet. Ich würde sagen, ich habe ungefähr. Wir lassen jetzt mal schätzen, wie viel warten. Ich denke, ich hatte so ungefähr 30 Punkte gehabt. Na, ich habe mehr gehabt, weil ich habe ja schon am Anfang mehr. Deutlich viel mehr gegeben als du. Ja. Ich hätte ungefähr. Na gut, ich habe 24. Also. Ungefähr sowas. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da. Drückt auf die Glocke. Ja, macht's gut, bis dann und tschüss.